Hallo und willkommen zu meiner Serie Selbstständig machen ohne Kapital. Ich bin Peter Kovac und ich zeige Ihnen die besten Tipps, mit denen Sie sich den Traum von der eigenen Existenz erfüllen können. Das klingt jetzt zwar vielleicht ein bisschen komisch, aber der erste und wichtigste Tipp, den ich für Sie habe, ist: Behalten Sie Ihren alten Job bzw. arbeiten Sie in einem Zweitjob neben Ihrer Selbstständigkeit. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich Ihnen berichten, dass die meisten meiner Umsätze durch Empfehlungen von zufriedenen Kunden zustande kommen oder von Kunden, die immer wieder bei mir bestellen, weil sie zufrieden waren. Ein solches Netzwerk jedoch entsteht nicht über Nacht, sondern benötigt jahrelange Vorlaufzeit. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten als Ingenieur in einem großen Konzern, Sie kennen ein paar Kollegen vom Einkauf, vom Vertrieb oder vom Marketing, vielleicht auch vom Controlling, und plötzlich entschließen Sie sich, Yoga-Trainer zu werden. Die meisten dieser alten Kontakte werden Ihnen in Ihrem neuen Geschäft gar nichts mehr bringen. Denn nur weil Sie viele Leute kennen, heißt es noch lange nicht, dass diese sich jetzt auch alle für Yoga interessieren. Das bedeutet, Sie müssen jetzt erstmal einen neuen Bekanntenkreis aufbauen, also quasi bei Null anfangen, und Sie müssen Leute finden, die mit dem neuen Geschäft zu tun haben, die Ihnen entweder Aufträge vermitteln können oder mit denen Sie gemeinsam an Projekten zusammenarbeiten können. Wie oft habe ich schon von Leuten Sätze wie diesen gehört: Oh nein, das habe ich mir ganz anders vorgestellt, oder oh nein, es ist doch ganz anders gekommen, als ich mir es gedacht hatte. Damit Ihnen das nicht passiert, sollten Sie erstmal ausprobieren, ob Ihnen Ihre neue Tätigkeit gefällt, und wenn Sie Spaß daran haben, dann haben Sie das Richtige gefunden, damit Sie jahrelang auf diesem Gebiet weiterarbeiten können. Warten Sie ab und überstürzen Sie nichts. Arbeiten Sie eine Zeit lang zusätzlich an den Abenden oder an den Wochenenden. Aber es ist einfacher, der Familie sagen zu müssen, dass sie eine Weile etwas weniger Zeit für sie haben, anstatt ihnen sagen zu müssen, dass sie eine Weile kein Geld für sie haben werden, um sie über die Runden zu bringen. Fassen wir nochmal zusammen. Punkt 1. Bauen Sie ein Netzwerk auf, das zu Ihrer neuen Aktivität passt. Dieses sollte aus Menschen bestehen, die Sie entweder in Kunden umwandeln können oder aus Leuten, die Ihnen Aufträge zukommen lassen können oder mit denen Sie gemeinsam an Projekten arbeiten können. Punkt 2. Warten Sie ab, bis Sie so viele Stammkunden haben, dass Sie ihnen einen stabilen jährlichen Umsatz garantieren, mit dem Sie Ihre Existenz sichern können. Und drittens, probieren Sie erstmal aus, ob Ihnen gefällt, was Sie tun. Erst wenn Sie sicher sind, dass Sie diesen Job ein Leben lang machen können, dann können Sie den Absprung wagen.